Okay, dann wollen wir doch hier gleich mal weitermachen. Und jetzt mal sehen, dass wir den Ausgang wieder finden. Reden. Heavens, she was already dead. Okay. Wo kommen wir jetzt heraus? Oh, ich dachte irgendwie nach oben schon, ne? Aber ich weiß nicht mehr wo genau. Wollen wir hinter diesen Thronen oder vielleicht hier? Okay, hier ist ein Nebel. Das denke ich zu weit oben, ne? Irgendwie sind wir ja hierher gekommen. Ist wieder du. Jetzt sagt mir aber nicht. Dass er jetzt hinter diesem Nebel versteckt ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, wir kamen doch hier irgendwo runter und sind bei dir. Ja, haben wir bei dir zuerst hier geredet. Oh. War hier nicht gerade noch ein Nebel? Okay. Vielleicht muss. Ist das die Art des Spiels, uns zu sagen, dass das Laden ist? Und wo ist jetzt dieser zusammengestürzte Turm? Ist der hier hinten? Ja, vor dem Schrein, ne? Die Frage ist, wie man jetzt vor definiert. Also direkt daneben kann ja irgendwo sein, dann wäre das halt davor. Bist du schon immer hier? Lass mich raten, nein, ne? Weil. Ein bisschen Ausrüstung und eine Waffe, die uns jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt interessiert, aber hey. Lass sie von dieser Seite nicht öffnen. Leute, wofür ist das Ding nochmal gut? Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. Er wegen mir auch hinter, nicht davor. Ja, das ist natürlich uninteressant für uns, ja, die Waffe, ne? Und jetzt irgendwelches Ausrüstungszeug. Was hatte der jetzt hier gegeben? Keine Ahnung. In so eine Gewänder des Meisters.
es sich nicht von dieser Seite öffnen. Ist das jetzt was komplett Neues, wo ich jetzt hier lang gehe? Cool. Auf jeden Fall das, wo wir, denke ich, schon da unten waren. Das habe ich wahrscheinlich beim originalen Hergehen einfach nicht gesehen. Aber dieser eine Typ da drüben, der war bestimmt neu. Ja? Jetzt nicht von dieser Seite öffnen. Na, wo zur Hölle soll denn dann was sein? Gestürzter Turm. Ist auch ein Turm. Da kommen wir nur von oben rein, aber wie kämen wir denn dann nach oben? Wäre jetzt die Frage. Wofür muss der Schlüssel ja sein, oder? Und es stand eindeutig Feuerbannschrein. Wo ist das hier? Moment. Hinter dem Schrein hat ja kein anderer Stromschlüssel. Der zum Glockenturm führt. Der Glockenturm ist das Grab vergangener Feuerhüterin. Das ist vielleicht schon mal hilfreich. Wenn eine Feuerhüterin ihren Zweck erfüllt hat, wird sie in die wahre Finsternis geführt. Das kann ja sein. Aber wo? 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 Hier hinten noch ein Turm? Mir ist es jetzt egal, ich gehe auch dahin zurück. Ne? Mein Besuch eingestürzte Turm? Ja nicht hinhauen, ne? Oh, wo ist es denn? Faszinierend. Was ist das? Der Strom da drüben oder nicht? Ah, der ist ja jetzt auch nicht tausendprozentig eingestürzt? Fragezeichen. Na gut, ich werde mal noch so ein bisschen hier rumschauen, weil einfach mal das Video pausieren, sonst ist es ja, denke ich, albern, wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde hier rumrennen. Also da erstmal seid, bis gleich. Okay, ich denke, ich habe etwas. Ich war ja vorhin mal hier raufgegangen. Aber es gibt im Prinzip das gleiche auch nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Da hatte ich auch was vermutet. Und
Da kommt man dann sozusagen hierhin. Wir waren vorhin hier drüben gewesen. Hier ist jetzt erstmal nichts. Allerdings kann man hier einfach rauslaufen. Und hier sieht es halt nach einem Turm aus, oder? Ich hoffe wirklich, dass das jetzt der Schlüssel ist. Ah! Sehr langer Weg nach oben. Also, okay, hier geht's weiter. Dann sagen, der uns nichts bringt, aber scheinbar doch. Okay, vielleicht können wir dann das Ding von der anderen Seite dann auch öffnen, ne? Unscheinend ein Gegenstand zu sein. Kann. Hier ist ein Aufzug. Ach, der geht noch weiter hoch. Kann der, dass wir uns den Gegenstand erholen können, wenn wir uns da runter droppen lassen? Ah, das können wir ja. Gehen erstmal den unsichersten Weg, den man gehen kann. Okay. Ja, wahrscheinlich. Secret War? Na. Okay, wurde nicht belohnt. Na, was soll's. Das ist zumindest mal erkundet. Dann geht es noch hier hoch. Wenn ich so viel rumrenne, wenn wir aus Versehen uns hier wegrollen und dann war es das. Was haben wir denn hier? Feuerhüterseele. Also, ja, wenn wir da. Oh, du bist ein Key. Hüter das Leuchtfeuer. Gibt die uns vielleicht stärkere Estus? Das wäre ja nicht verrückt, hm? Okay. Das wäre nicht schlecht. Das ist ein bisschen wenig für 20k. Ich gehe mal davon aus, dass es noch irgendwas anderes auch gibt, hm? Okay, das ist aber der Weg hier. Hm. Also da sehen wir auf jeden Fall etwas, ne? Nicht, ob wir da rennen sollten oder vielleicht sogar jumpen. Wir sind auf jeden Fall tot. Keinen untoten Knochensplitter. Kannst du irgendwas damit anfangen? Welcome home, Ashen. Speak thine home. Feuerhüterseele hergeben. Ja? Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both fire keepers after all. Forgive me, sister. May the flames guide thy way. Farewell, Ashen. May the Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich.
Okay, dann ist das ein Ladebildschirm, ne? Ah, jetzt kommen wir durch. Ja. Würde ich jetzt mal fast vermuten, ne? Okay. Oh, Moment. Bringt uns das noch was, wenn wir uns darauf fallen lassen? Könnte es, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich will. Also, allererst mal schauen wir uns mal dieses Ding an. Also, eher hier schon fast. Nee. Noch weiter. Falsch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt jetzt schon schafft. Kann dahin zu kommen, auf die Art und Weise, wie ich es jetzt versuche, aber was bleibt uns anderes übrig, ist es ein paar Mal zu probieren. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir das hier überleben, wenn wir da runterjumpen. Aber das ist sicherlich auch nochmal interessant. Ja, aber nicht wirklich viel, was wir hier zurückkriegen, aber. Nein, er ist wieder nach rechts abgedriftet. Warum? Na gut, na gut, na gut. Auf ein neues. Ja, besser. Feuerhüterrock. Estusring. Estusring? Oh ja. Also Feuerhüter Dings haben wir hier wahrscheinlich eher nicht brauchen, ne? Feuerhüterrobe. Das ist natürlich relativ gut wahrscheinlich gegen. Feuer. Erhöht die durch Estus nach Kronos erhöhten TP. Oh, das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Okay, aber jetzt sind wir fett. Das geht natürlich nicht. Ja, schon ein bisschen was. Ja,
Erhöht Schadensminderung bei geringen TP. Ich denke, das können wir weg. Quatsch. Ja, so jetzt, ne? Genau. Und du gehst jetzt da raus. Ah, okay. Na gut, da haben wir doch schon mal, denke ich mal, irgendwie was Wichtiges hier in einem gewissen Sinn gefunden. Oh. Und da kommt man dann wieder da raus. Okay. Gut. Nicht wie viel das erhöht, aber wird sicherlich ein bisschen was sein, ne? Aber ob es jetzt ein statischer Wert ist oder irgendwie was. So, jetzt mal schauen, wie viel Erfahrung oder also welcome Seelen brauchen wir eigentlich noch zum Aufsteigen. Well. 3000, okay. Ja, unser erster Stärkewert wäre erstmal 26 und 27 Vit, was uns so ein bisschen interessiert. Da haben wir irgendwann vielleicht auch noch ein bisschen Konditionen und so weiter. Okay. Dann, ja, dann nochmal hierher zurück. Jetzt sind wir seelentechnisch erstmal soweit durch. Dass wir jetzt keine riesen Werte haben, mit denen wir Angst haben müssen, dass wir die verlieren. Ein paar hundert jetzt hier oder 2.000, 3.000 ist ja egal. Und ich denke mal, das sollte uns schon was bringen hier. Das. Ach ja, na, wir müssen ja hier lang. Ja, passt schon. Mal sehr gut. Ladididum. Meint der ist abgestürzt? Kann das sein? Könnte schon ein bisschen mehr sein, ne? Und sind auch noch welche, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Also, ja, runterspringt schon klar, aber vielleicht dann hinten durch diesen Weg, also durch diesen Gang dort vielleicht. Also da hinten sind bloß ein paar Hühnchen, ne? Ich hoffe mal, dass wir die jetzt nicht unbedingt erledigen müssten.
Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nach unten. In der Hoffnung, dass es da irgendwas Interessantes gibt. Hier irgendwas Besonderes. Weiß ja leider immer noch nicht, wie das hier mit Secret Vaults ist. Und die mit A andrückt oder ob man dagegen schlägt. Gibt es überhaupt keine in Dark Souls 3? Für den Moment dachte ich, du bist nochmal der erste Boss. Wahrscheinlich bist du es auch, nur mit anderen Waffen. Ganz nah so. Okay, wir werden hier auf jeden Fall sterben, das garantiere ich euch. Du jetzt entfokalisiert hast, weiß ich nicht. Gut. Gefallenes Ifrit-Schwert. Moment. Pfad der Opferungen. Oh. Nein, das ist nicht das, woran ich jetzt dachte. Ich dachte, wir sind jetzt vielleicht, aber das stimmt, wir wären ja gar nicht auf der anderen Seite gewesen, an den anderen Dingen, wo wir jetzt nicht reinkamen. Ist uns erstmal egal. Dann können wir erstmal ein Level up machen. Welcome, home, speak. Very well, then taken. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, burrow deep within me. Farewell, I. Ja, also zurück, da geht es also schon mal in ein neues Gebiet. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Also gegenüberliegen. Und dort, wo halt. Da geht es halt auch noch weiter in diesem komischen Gebiet, wo halt dieses Ding da rumhammeln. Du bist a unique enemy, der nur einmal kommt, okay. Damit kann ich leben. Der ist nur tot, ne? War zu erwarten, aber wer weiß, vielleicht ist ja da auch ein Secret versteckt. Also lieber mal nachschauen. Er steht nicht mehr da. Vielleicht haben ihm wir ja jetzt schon geholfen, sozusagen das Rätsel zu lösen. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir ihn wahrscheinlich wie bei Dark Souls 1 immer und immer wieder mal treffen werden, ne? Stand der jetzt hier irgendwo dazwischen?
I help anytime. Moment, das reicht. Frieden schließen. I help and wenn das geht, habe ich da nichts dagegen, weil wenn wir den jetzt besiegen und irgendeinen Riesenbogen oder sowas bekommen, der bringt uns eh nichts. Draußen irgendwas wahrscheinlich nicht, ne? Okay, das haben wir schon gesehen. Okay. Wo sitzt du denn schon wieder? Oder wo denkt er denn jetzt nach? Er kann ja auch nicht in der Gondel unter uns sitzen. Hä, wo ist er denn gelandet? Das ist jetzt auch egal. Ne? Also ich hoffe mal, dass es jetzt nicht ein Problem ist, dass er da jetzt nicht nochmal irgendwie mit den Reden oder was. Ich sehe ihn halt einfach nicht. Schau mal in diese Richtung. Ich sehe ihn halt einfach nicht. Ich will jetzt nicht einfach random irgendwo rumspringen hier und tausendmal sterben. Also ich hoffe mal, dass wir sein Problem irgendwie gelöst haben, indem wir jetzt mit diesen Typen da gesprochen haben. Ah. Taking an interest in her, if you. Which is a lost cause. Couldn't even become a firekeeper. After I brought her all this way and got her all ready. She's beyond repair, I tell you. Bei den Riesen? Ja, und jetzt rein theoretisch, wie schon gesagt, müsste jetzt eigentlich also ist jetzt die Frage, ne, wenn das mit dieser Freundschaft schließen dort so funktioniert, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Ob wir jetzt schon wieder aufsteigen können, kann sein, dass wir noch ein paar Seelen mehr brauchen. Na komm, 4K fast müsste wahrscheinlich reichen, ja. So, jetzt sind wir wieder hier.
Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt weitergehen können. Sonst haben wir halt auch nur die Möglichkeit, an der anderen Stelle da weiterzukommen. Welcome home, speak very well, then Tuphaken. Okay, ja. 2600, okay. Farewell, Ashen, may the... So, mal mehr HP. Reisen. Zur Brücke. Schließen kann ja auch bedeuten, dass du nicht auf uns zielst, sondern auf die anderen. Weit ist es ja nicht, ne? Ohoho. Bisschen zeitig, aber anders wollte ich nicht unendlich weiter nach hinten wegrollen. Okay. Was macht das, bitteschön? Hm? Questgegenstand? Untoten verbessert Estus. Wow, okay, jetzt haben wir es aber ja. Also, sowohl einen Ring als auch da nochmal irgendwas, um das zu erhöhen. Sehr schön. Ja, und ich denke, hier irgendwo sind wir da damals auch reingerannt, ne? Ja, genau, hier haben wir irgendwie. Na, du bist jetzt fast mit zwei Schlägen hin. Hier geht's rein. Noch irgendwie darauf. Da draußen senkt der Gegenstand, aber gut, vielleicht geht's ja in den Haus auch in einer Treppe nach oben oder so, ne? Ach so. So, vielleicht. Von hier aus, oder? Das war das, was man von außen schon gesehen hat, oder? Ja. Große Sense, okay. Ich denke, das ist eher weniger relevant für uns, aber hey. Okay, jetzt kommen wir also hier hin. Und er, oder, also sie. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, helfen uns dann quasi immer so ein bisschen. Die Gegner da.
Bist du vielleicht die eine Tür, die ich denke, die sie ist, die sie ist? Ja, ne? Voraus ist diese Birke. Okay, da haben wir jetzt nochmal diesen Shotgun. Da müssen jetzt hier nicht irgendwo ein Gegner stehen. Na, egal. Genau. Okay, das war das, was ich vorhin schon gedacht habe, was rein natürlich von der Logik her gar nicht gehen konnte, weil wir da an einer anderen Stelle waren. Aber, okay. Kam von da. Sollen wir mal probieren. Das ist ein sehr großer Vorplatz hier. Oh, schade. Ich dachte, hier sitzen wieder so ein paar friedliche Untote, die einfach nichts machen, aber nein. Was? Fluchendes Großholz. Okay. Also mal einen Bosskampf zu starten, ohne sozusagen in die Dings hier reinzugehen. Aber dass da nicht unendlich viele von euch kommen. Und dann bin ich mir da aber nicht... Okay, ja, zu weit die ganze Zeit weg sein ist wahrscheinlich auch nicht wirklich sinnvoll. Sehr wenig Schaden. Wir denken, dass wir schon alle so ein bisschen den Steig und so reingesteckt haben. Oh, da wäre ich das einfach der Trick, ne? Ist noch mehr solche einzelnen Punkte? Oder so irgendwas. Goddammit. Also ja, da hinten am Arsch ist auch was, kann man jetzt nicht hin, ne? Okay, man muss das mal so teilweise machen. Ah! Sind wir einfach tot? Okay, das war irgendein Spezial-Event, ne? Dass wir da nicht einfach so tot sind. Muss ich einfach auf mich drauf fallen lassen, ne? Ich weiß leider nicht, wo ich dich da treffen muss. Noch nicht.
dass du das nur in der Hand hast, aber... Ja, wenn man nicht schlecht vielleicht... ...mal einen mitzugeben. Also du hast viele Hände, ne? Aber das ist halt... so rumrubbelst. Das ist immer gut. Also wirklich, was wir da so sinnvoll machen müssen. War jetzt nicht dieser große Umfaller. Oh, ich denke, ich nicht gut auf unser Landen, ne? Zu machen. Nicht ungeduldig werden. Ich weiß nicht, was du jetzt gemacht hast. Die Hand ist weg. Damit. Können wir auch nicht 10 Jahre warten, ne? Aber manchmal ist es wahrscheinlich das Richtige. Das ist schon eine ganz schöne Kombo. Also, wie schon gesagt, ich habe halt noch nicht so ganz jetzt dieses Moveset da raus. Also so ein bisschen, wenn der Gegner so riesig ist, schwer nachzuvollziehen. Also wir könnten ja bestimmt, wenn wir es unbedingt wollten, noch 3 Stunden überleben. Nur toll. Eine Frucht zählt nicht. Ah, schlechte Roll. Okay. So, muss ich gleich schon mal eintragen, dass wir einen weiteren Boss nicht gefirst-tried haben. Aber gut.
Das war jetzt halt auch so ein bisschen unerwartet, aber macht ja nichts. Welcome home, speak. Farewell. Was ist denn hier? Untoten verbrennen. Ja. Estus plus eins, meine lieben Freunde. Okay, das probieren wir doch jetzt nochmal. Okay, wir sollten da wahrscheinlich wirklich warten. Ja, also er würde das wahrscheinlich fast alles hier niedermachen an Gegnern, aber gut. Okay, ja, das hält jetzt wieder voll. Okay, jetzt nochmal ganz von vorn. Das schon? Ja, ne, genau. Also das kriegen wir, denke ich mal, relativ simpel hin. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr hier. Wirklich so ein bisschen, was ich lernen muss, dieses. Window of Opportunity, wo man da wirklich jetzt angreifen muss. Natürlich wieder getrippelfuckt, ne?
wir brauchen eigentlich die Situation, dass du dich mal wieder aufstellst, mein Freund. Ich weiß nicht, wie man das provozieren kann. Also, ich kann erstmal hier hinter rennen. Ah, da machst du bestimmt irgendwas Blödes. Ach nein, du kannst dich tatsächlich einfach schnell bewegen. Das Richtige. Okay, all das um dreimal daneben zu schlagen und einmal die Eier zu treffen, ist ein bisschen schwach, ne? Das funktioniert theoretisch. Einpissen kannst du dich, das ist mir egal. Nachschlag hier. Das passt mir nicht. Dann dreh dich wieder rum. Aber doch euer ganz gut erwischt, würde ich mal sagen. Oh ja. Was war's das? Jaha. Okay. Was nun? Okay, der hat auch ein bisschen Seelen gegeben hier, ne? Ja, wie haben wir denn jetzt eigentlich 1170? Ja, schon, wahrscheinlich schon ein bisschen was. Gut. Wir haben irgendwelche Gegenstände schon aufgesammelt gehabt, die hier lagen. Achso, was hat er uns jetzt noch gegeben? Also natürlich seine Riesenseele hier. Wandlungsofen macht Seelenumwandlung möglich. Ich habe keine Ahnung, wieso man das braucht. Also ist, denke ich mal, kein Fehler, wenn wir das haben. Ne? Seelengrube. Und das haben wir ja schon gefunden. Gab es jetzt hier noch was? Wir hätten dort an die andere Seite rausgehen können. Ich meine, man kann natürlich oben nochmal hingehen auf diesen großen Platz, was da ist. Und man kann natürlich theoretisch nochmal diesen Dude befragen, der dort vor diesem Turm immer saß. Ob der da irgendwas Spezielles zu sagen hat, ob. Na gut, das ist auf jeden Fall, denke ich, erstmal nicht schlecht.
Wir sprechen mal mit dir, weil vielleicht. Welcome home, Ashen. Speak thine. Na gut, das very sein well. Kann. Then touch the take not. Hätte er sein können, du sagst da was dazu. Mehr Schaden. Mehr Leben. Farewell, Ash. Ah, how may I... Kann sein, dass du so irgendwas Neues hast, aber ich weiß jetzt nicht. Ashen One. Ist auch erstmal egal. Nur gut, wir haben jetzt ja erstmal einen weiteren Boss besiegt oder irgendeinen Gegenstand bekommen, der sicherlich irgendeine Wichtigkeit haben wird. Jetzt sind wir erstmal froh, wir haben auch hier einiges soweit jetzt erstmal hier dazu bekommen. Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ja, dann würde ich mal sagen, sind wir hier für den Moment erstmal durch. Beim nächsten Mal, ja wie schon gesagt, werden wir uns mal vielleicht noch dann nochmal kurz umschauen. Wir können nochmal mit diesen Typen da reden, der mal vor den kleinen Türmchen dort sozusagen saß, wo wir unseren dicken Katharina-Ritter-Freund da gefunden, getroffen haben. Vielleicht sagt er jetzt nochmal was anderes. Ich weiß noch nicht, wie man dort aus der anderen Tür, da war ja auch noch diese Gittertür, wieder rauskommt. Wir können jetzt natürlich dann auch nochmal auf diesen großen Platz gehen, wo wir diesen riesen Baumvieh da bekämpft haben, bevor der eingebrochen ist. Weiß ich nicht, ob das da jetzt einen Unterschied macht, das können wir auf jeden Fall mal probieren. Und ansonsten haben wir natürlich jetzt einen nächsten weiteren Bereichszugang da ja schon mittlerweile schon wieder freigeschalten. Da können wir natürlich mal schauen, wie es dann da weitergeht. Na gut, von daher erstmal soweit. Bis dahin.